So. Ach ja. Ja, was auf jeden Fall für ein Wetter. Ja, wenn wir mal gucken, dass wir die nächsten Tage mal auch in etwas andere Games außer auf die Mittelerde. Krieg im Schatten oder sowas hieß das, glaube ich, Shadow of War. Zocken. Es ist ein, sagen wir mal, relativ interessantes Game. Vor allem, weil man dort auf jeden Fall ja, sagen wir mal, sehr lange dran ist, nicht so wie in anderen Sachen. Also ich habe ja schon in einem Live-Feed erwähnt, dass man halt innerhalb von etwa 2 oder 4 Stunden das Ding komplett durch hatten. Was dann natürlich auch sehr viel Spaß macht, sind aktuell die sogenannten Multiplayer-Spiele. Das ist sehr gut. Das ja, ist aber auch schon wieder alles, ne? Die Geschichte, also der Prolog dahinter, der ist sehr interessant. Also diejenigen, die Titanfall 1 gespielt haben und auch dort die Missionen durchgezockt haben, die wissen auf jeden Fall, okay, das ist gut. Ja, und der zweite Teil natürlich auch. Und das Ende ist vielversprechend, soll wohl einen dritten Teil geben. Ob ich denn das Ding überhaupt nochmal kaufen werde, wenn es denn soweit ist, das muss ich mir nochmal gut überlegen, weil wenn ich das auch wieder so in 2 oder 4 Stunden durchgezockt habe, ne, ich habe mir das gekauft, runtergeladen, hat eine halbe Stunde ungefähr gedauert und dann losgelegt, ne? Das ist dann natürlich so eine Sache für sich. Und Mittelerde, das Spiel zum Beispiel, also ich habe vor kein anderes, also keins davon gezockt, außer das habe ich mir jetzt gesagt, okay, habe ich mir bei Twitch halt mal angeguckt, fand ich ganz interessant, auch von der Grafik und der Geschichte. Und eigentlich bin ich gar nicht so der Typ, weil vor zum Beispiel dieses WoW gezockt und nach 5 Minuten hat die Scheiße einfach wieder ausgemacht, weil, nee, war mir einfach zu öde. Aber das ist schon relativ gut. Ja. Aber da wird das auch so sein, dass ich halt schaue mir einen sogenannten festen Sendeplan einzupacken, wann ich online streamen kann. Da ich momentan in so einem Schichtdienst gedönst arbeite, ist das halt ein bisschen schwierig. Das heißt, da müsste ich dann einmal gucken, wie ich das lege. Aber ich denke mal so, zwei oder drei Mal die Woche dürfte das an für sich funktionieren. Da werden wir dann auf jeden Fall Sachen wie Games vorstellen, auch zusammen spielen. Sollten wir halt sogenannte Einnahmen fahren durch Unterstützungen, dann werden wir auch sogenannte Giveaways machen. Ich denke mal, die ersten Giveaways werde ich machen, wenn ich so um die 150 Follower habe. Dann macht das, denke ich mal, auch Sinn. Und wir natürlich auch diesen Sub-Button von Twitch bekommen. Das wäre natürlich supi. Und dann werde ich halt ja, nach Partnerschaften gucken. Momentan bin ich dabei, erstmal ein bisschen Geld zu sparen für Hardware. Also ich brauche mal eine neue Webcam. Die ich da habe, die ist schon sehr alt. Und vor allem aber auch nochmal so ein Mischpult und nochmal ein paar Monitore dazu. Vielleicht nochmal einen externen Rechner hinstellen, wo man dann, sagen wir mal, so ein paar Monitore mit drauflegen kann. Da werde ich dann halt nochmal gucken. Ja, es ist ein bisschen sonnig heute hier, auch in Bad Dönhausen relativ mildes Klima, relativ warm eigentlich sogar. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, YouTube werde ich dann wahrscheinlich sowas ein paar Vlogs machen. Ich werde mal gucken, dass ich hier so ein paar Personen mit in den Kreis bekomme, dass man da so ein paar schöne Sachen macht. Bisschen was von Bad Dönhausen erzählen. Vielleicht ein bisschen Umkreis, Geschichte.
ganz wichtiges Thema, das ist immer sehr interessant. Und ich glaube, auch so eine Geocaching-Tour, da werden wir auf jeden Fall mal mit unterwegs sein. Ja, das war es jetzt erstmal von mir. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann nachher wieder im Stream. Bis dahin.